Hallo Leute, es wird wieder Zeit für ein kleines Video und heute möchte ich mit euch reden über Bürokratie in Köln. Ich möchte mit diesem Video einfach nur mal untermauern, warum es so wichtig ist, dass wir digitalisierte Prozesse brauchen. Ich selber bin in der digitalen Wirtschaft beruflich tätig und finde, dass es viele gute Lösungen und Möglichkeiten gibt, Prozesse zu vereinfachen, zu verkürzen und auch durchaus zu beschleunigen. Dabei geht es aber nicht darum, dass man Arbeitskräfte ersetzt oder dass man dadurch jemanden vor die Tür setzt. Ganz im Gegenteil. Das möchte ich euch an einem Beispiel hier, was ich persönlich gerade erlebe, einfach mal vorstellen. Ich bin vor 14 Tagen Vater geworden und erst mit der Geburt bekommt man ja dann eine Geburtsurkunde. Und die braucht man dann zum Beispiel für die Krankenversicherung. Man braucht sie aber auch, wenn man Elterngeld beantragt. Und alleine dieser bürokratische Aufwand und Akt, Elterngeld alleine zu beantragen, ist in meinen Augen eine Frechheit. Das ist in bösen Worten ausgedrückt eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die Bürgerinnen und Bürger. Und ich habe mehrfach mit dieser Elterngeldstelle telefoniert, um nachzufragen, weil es unklar ist, was dort auf dem Antrag wie anzugeben ist. Weil man muss ja einen mehrseitigen Antrag ausfüllen, und zwar pro Elternteil. Und musste auch Unterlagen dazulegen. Es gibt sogar ein Merkblatt zum Elterngeld, es gibt ein Merkblatt sogar auch zum Kindergeldantrag. Also es gibt für einen Antrag, für den man ein Merkblatt braucht, ist schon, finde ich, schizophren. Aber gut, wir kommen zurück zum Elterngeld. Und dann bekommt man noch eiskalt gesagt, ja, das ist ja dann doch ein bisschen anders, also füllen Sie es doch handschriftlich daneben aus. Wofür brauche ich dann einen solchen Antrag, wenn ich dann doch wieder was drauf hin und her schreibe? Und ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwas Besonderes war, sondern das war schlicht und ergreifend die Nachfrage, ob das jetzt ein Bezugszeitraum ist für das Elterngeld oder den Partnerschaftsbonus. Also wer jetzt das Elterngeld schon mal kennengelernt hat oder sich damit auseinandersetzt, der wird vielleicht auch wissen, welche Begrifflichkeiten das sind. Ich möchte hier gar nicht ins Detail gehen, sondern es geht um den Umstand, dass man unglaublich viel Papier ausdrucken muss, um es dann erstmal nicht abschicken zu können. Weil es geht nichts ohne die Geburtsurkunde. Und die Stadt Köln braucht gerade 3 Wochen, um mir die zu schicken. Das Blöde ist nur, ohne diese Geburtsurkunde kann das Kind nicht bei der Krankenversicherung final angemeldet werden und ohne Geburtsurkunde kann ich den Elterngeldantrag nicht abschicken. Meine Frau und die Mutter des Kindes, die ist in den ersten 2 Monaten abgesichert durch den Mutterschutz. Das ist also alles safe. Aber als Vater, der vielleicht auch direkt am Anfang in Elternzeit geht, ist das ein anderes Problem. Denn man hat Elternzeit angemeldet beim Arbeitgeber. Ist auch kein Problem in den meisten Fällen. Man hört auch leider nicht so gute Infos dazu. Und dann möchte man ja dann auch sich um das Kind kümmern. Aber wenn man einen Antrag erst eine Woche vor dem Monat abschicken kann, wo man eigentlich schon das Geld braucht, aber man kann den Antrag noch nicht vorher abschicken, weil es nicht ohne Geburtsurkunde geht. Sorry Leute, was ist das für ein bürokratischer Schwachsinn? Das sorgt doch auch nur Stress bei den Behörden und den Ämtern selber. Wieso kann ich nicht vorher anmelden, dass ich Elternzeit habe, voraussichtlich wann, und ich gebe auch schon alle Informationen und reiche nur noch die Geburtsurkunde. Was spricht dagegen, dass wir das einfach etwas effektiver aufziehen? Unterstützt durch die digitalen Möglichkeiten, ich lege vorher einen Account an, lade die Dokumente hoch, wenn es Fragen vom Amt gibt, kann jeder in Ruhe diese beantworten. Diese papierlastige Bürokratie, dazu total aufgebläht. Ich finde, man kann das so viel vereinfachen. Man kann auch sagen, ich habe so ein Gehalt, davon steht mir so viel Elterngeld zu und dann muss das nachgereicht werden oder wird mir nur nachgereicht, aber den Antrag sollte man doch schon mal stellen. Ich erlebe hier gerade als jemand, der durchaus schon ein Verständnis für Formulare und bürokratische Prozesse hat, denn ich arbeite bei den Stadtwerken, da ist das nun mal so und das ist auch teilweise richtig. Ja, das ist also nicht negativ gemeint, sondern eine gewisse Bürokratie muss auch irgendwo sein. Es muss dokumentiert sein, nachvollziehbar sein. Es muss auch etwas protokolliert werden. Und ich möchte gar nicht sagen, dass es nicht alles seine Berechtigung hat. Aber sorry, Leute. Damit ist doch für Eltern, also für Bürgerinnen und Bürger, genauso wie für die Verwaltung, die Arbeit doch massiv ausgebremst. Es entsteht Frust auf allen Seiten. Und warum? Weil man einfach nicht will. Weil man es einfach nicht mehr anpacken will. Und ich glaube, es gibt so viele Beispiele. Meins ist jetzt das Elterngeld. Aber ich glaube, jeder kann hier in den Kommentaren einen Fall nennen, wo man doch sich an den Kopf fasst. Und in der Corona-Zeit hat sich jetzt noch mehr gezeigt,
wie irrsinnig Dinge sind. Manche können in den Behörden ihre Aufgaben gar nicht im Homeoffice wahrnehmen und müssen für eine Überweisung ins Büro fahren, damit dann 3 Tage später, wenn ein anderer Kollege da ist, der die freigibt. Zahlungsprozesse, die über 7 bis 10 Tage dauern. Für eine Überweisung. Das ist doch irgendwo, ich weiß nicht, Freunde. Also, und ich erkenne hier auch irgendwie nicht, dass sich da was verbessert. Und deswegen wollte ich mit diesem Video da einfach ein bisschen Frust ablassen. Das ist einfach etwas, was mich massiv stört. Ist übrigens auch etwas, warum ich, wie gesagt, auch hier, ihr seht es ja am Kanal, bei Volt bin. Denn es gibt so viele Möglichkeiten, irgendwo es ein bisschen effizienter und einfacher zu gestalten. Ich habe eben schon mal ein Beispiel genannt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das ein bisschen pusht, wenn ihr eure Erfahrungen hier auch mal drunter schreibt. Weil wir bei Volt und ich persönlich bei Volt möchte Deutschland und auch die Kommunen entbürokratisieren. Also soll nicht alles chaotisch werden, aber ich glaube, das Beispiel hat gezeigt, dass es viele Möglichkeiten gibt. Und deswegen würde mich mal interessieren, was sind denn eure Beispiele? Was sind denn eure Erlebnisse? Ich möchte die gerne sammeln und mitnehmen, weil es geht für uns jetzt in den Wahlkampf, es geht um die heiße Phase und es geht darum, was können wir tun? Und wir sitzen ja zum Beispiel auch schon in einem oder anderen Stadtrat. Und manche Dinge betreffen noch die Kommunen, zum Beispiel die Geburtsurkunde. Das ist etwas, was mit der Stadt Köln zu tun hat. Und das finde ich ein Unding. Und deswegen bitte eure Erfahrungen, eure Berichte und eure Beispiele doch mal hier in die Kommentare. Denn das ist etwas, wo man anpacken kann. Das ist etwas Konkretes, was Pragmatisches. Und da geht es auch mal ein bisschen ins Eingemachte. Also, wer Bock hat, schreibt rein, lasst ein Like da und abonniert diesen Kanal. Macht's gut.